Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Wir fahren hier richtig stramm durch den Mais, denn die Drescher sind schon wieder voll. Ich habe natürlich verpennt, seit der letzten Folge die da vorne vernünftig umzudrehen oder besser gesagt umzulenken für ein vernünftiges Vorwende. Die sind einfach die nächste Bahn zurückgekommen. Naja, dann dröschen wir sie halt doppelt. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir die hier gleich nochmal leer, die beiden Kollegen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Die Grasernte müsste mittlerweile auch schon erledigt sein. Der Schwattmeer müsste da schon durch sein, dass wir da vielleicht das Gras schon abfahren können nebenbei. Mal gucken. So. Na dann hau mal raus hier, dein gelbes Gold. Und Abmarsch. Und da hier relativ viel reingeht in den Überladewagen, würde ich vielleicht mit dem LKW noch warten. Wobei, warte mal, wenn wir den hier richtig voll machen, dann sind beide Trailer vom LKW voll. Oh. Warte mal, Mais war ja gerade echt schlecht im Verkauf, oder? Ich habe schon überlegt, ob wir das direkt vom Feld verkaufen fahren. Aber wir würden einfach mal die Hälfte verlieren. Wir sind gerade im Oktober, also Erntezeitpunkt, ne? Da ist halt der Markt gesättigt. Dementsprechend ist der Preis auch einfach mal am niedrigsten von allem. Ja. Der andere Drescher steht da drüben und ist ebenfalls voll. Dann fahren wir da einfach mal ganz frech durchs Feld rüber, machen den auch noch leer. So. Ich weiß, man macht das nicht, aber wir machen das trotzdem. So, wir steigen sogar ein, dann sehen wir nicht alles davon. Er ist mega krass hier bei uns zu Hause. Also jetzt in echt, der Mais, der steht auch schon mannshoch. Ne? Der hat jetzt hier ein paar Tage mal mehr geregnet als sonst. Also der Mais hatte, die schmeckt. Der findet toll. Ne? Der steht richtig hoch. So. Na dann, gib mal her. Wenn der Dröscher da hinten durch ist, dann setzen wir mal auf die Mitte an. Müssen wir mal gucken, wo ungefähr die Mitte ist. Wir hatten uns doch mal hier einen Weg gebaut, ne? Hier so, da so. Wenn das die Mitte ist, wäre natürlich okay. Wobei, ja, könnte man bald hiervon ausgehen, oder? Weil der Glasdröscher wird ja viel, viel mehr Fläche in derselben Zeit machen wie der New Holland. Weil guck mal, was das hier für ein kleiner lilaner Streifen ist im Vergleich hierzu. Also Arbeitsbreite ist schon ordentlich. So, wir haben hier 61%, 70.000. Holen wir den LKW schon ran oder nicht? Wir könnten den hier an der Straße beladen. Aber ich hätte eigentlich gerne diesen Korridor in der Mitte. Wenn wir den LKW da reinfahren, wäre eigentlich besser. Wir gucken mal, was der Schwattmeer macht. Der macht ja nichts mehr, der ist fertig. Das ist ja schön. Sehr schön so, ja. Warte mal, hier hört uns das Land hier auf der Ecke noch? Dass wir hier vielleicht noch... Das wäre geil, wenn wir hier den Graben ein bisschen ausheben könnten. Dass wir hier eine Ebene haben. Ja! Oh, wir können die Beule hier rausbauen. Oder haben wir die hier gerade schlimmer gemacht? Wir haben es schlimmer gemacht. Na toll. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann gleichen wir das hier schon an. Dann haben wir hier eine schöne Ausfahrt. Dann malen wir uns hier auch gleich einen Weg mit ran. So. Muss jetzt keine Schönheit werden. Hauptsache, wir haben hier irgendwas. Wo wir dann die Zufahrt zur Wiese haben. So. Das reicht mir schon. Was haben wir gesagt? Wiese, ne? Ganz wichtig, Wiese. Dann brauchen wir hier keine Angst haben. So. Dann schauen wir mal, was wir hier gerade gebaut haben, ob wir davon nicht lang fahren können. Und dann können wir nämlich den Graben damit schön überqueren. Da hinten auf der Ecke wäre natürlich besser gewesen, aber erstmal gucken. Dann haben wir hier eine Kante drin. Hier geht es nach oben. Nö, lässt sich super fahren. Perfekt. Jetzt haben wir natürlich Gegenverkehr und sind beide Seiten eingesperrt vom Zaun. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, passt.
Spiegel anklappen, bitte? Hallo? Klapp mal den Spiegel an. Ja, ich weiß, ihr kommt doch sonst hier nicht vorbei. Jetzt fahr doch. Dankeschön. Nun fahr doch mal. Mann, ey. Hau ab hier. So. Ja, war jetzt nicht so schlau. Vielleicht sollten wir uns hier nochmal ein Loch im Zaun lassen. Das können wir eigentlich nochmal machen. Das sollten wir vielleicht doch machen, dass wir von der Wiese aus wieder relativ schnell auf unseren Hof kommen. Dann brauchen wir hier nicht die Straße blockieren mit den Gerätschaften. Das nächste Ding ist, ich weiß immer noch nicht, wo wir hier den Schwadmeer abparken. Da müssen wir uns auch nochmal was ausdenken, wo der in Zukunft wohnen darf. Aber erstmal steht er da. So, komm, wir gehen mal gleich gucken, ob wir hier ein Loch in den Zaun schlagen können. Ja, da. Müssen wir hier vielleicht auch nochmal eine Überfahrt konstruieren und den Zaun wegklöppeln. Abreißen. Wie machen wir das hier weg? Reicht das? Müsste reichen, oder? Denke ja. So, dann kommt hier der Zaun weg. Und dann machen wir uns hier noch den Baum beiseite. Warte mal, können wir jetzt hier schon... Wir heben uns mal den Graben hier hoch. So. Nehmen wir auf Anpassen. Machen wir uns hier wieder ein bisschen befahrbar. Und dann hätten wir es schon. Ein bisschen Weg noch rein. Na, genau da, wo der Baum steht. Okay. Ist ganz schnell erledigt, Gott sei Dank. So. Und dann hätten wir eine schöne Durchfahrt hier. Na, wie gesagt, der Baum kommt doch weg. Und dann ist das gut. Okay. So, Dröscher. Abbunkern. Und der Kleine dürfte schon wieder voll sein. Was macht denn er? Okay, er ist fast fertig. Wir schmeißen den mal raus. Dann machen wir nämlich ab da vorne den Schnitt in die Mitte. Und dann holen wir den LKW ran. Weil der Überladewagen ist nämlich auch bald voll. Und dann können wir nämlich schön in der Mitte in den LKW hinein. So wie ich das von Anfang an wollte. Genau, so machen wir das. Ach, wo ist er denn? Und da vorne steht er. Wo ich jetzt gerade diese Baumwollfeldchen nebenan sehe, da habe ich mir schon überlegt, wie fahren wir denn am besten nachher die Baumwollmodule ab? Weil das werden viele sein. Entweder mieten wir uns da Technik oder wir kaufen uns Technik. Dann denke ich mir aber wiederum, wenn wir uns das kaufen, dann müssen wir doch öfter benutzen. Heißt, wir müssten dann vielleicht öfter mal Baumwolle anbauen, aber... Ja, joa, mal gucken. Oh ja, Maisernte wird der Hammer. Ja. Normalerweise macht man das so, ne? Man fährt immer schön nebenbei, dass der Dröscher ja nicht anhalten muss. Dass man immer einen schönen Flow hat. Weil wenn der Dröscher hinten steht und nichts macht, das ist Ineffizienz und das bezahlt sich nicht. Aber was willst du machen? Geht schon. Du kannst auch mit 4 Dröscher Riesenfelder abdröschen, das geht. Und dann bleibt halt unweigerlich immer irgendeiner 2 oder alle 4 stehen, wenn sie voll sind. Wenn du von Dröscher zu Dröscher fahren musst zum Abbunkern, ist ja ganz normal. Ja, geht auch. Ne? Umso größer die Felder, umso mehr Arbeit hast du. Ist ja klar. Was war denn das hier gerade? War das gerade ein Auffahrunfall? Habt ihr das gesehen? Hier ist ja was los. So, und wir sollten vielleicht die Verkehrsschilder mal ein bisschen genauer betrachten. Denn da sind nämlich noch ein paar Ahornblätter versteckt. Wie wir letztes Mal lernen durften. Oben drauf, ganz frech verpackt. So, dass man das gar nicht sehen kann. Ja. So, dann hau mal rein. Der gelbe Dröscher müsste bald am Ende sein, genau. Wie der sich in den Mais reinzimmert. Zack, 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 zack. Ist wie so ein Häcksler. Aber mein Windrad läuft, das ist schön. So, dann schmeißen wir mal raus den Helfer.
Die Mitte. Haben wir uns hier irgendwas markiert? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich ständig ein Augenmerk auf die Verkehrsschilder. Aber hier ist eine Stranne. Warte mal, von hinten an dem Gnadentalschild vielleicht? Das wäre natürlich krass. Also hier oben drauf auch nicht. Nö. Nö. Okay. So. Dann schauen wir doch mal auf die Mappe. Wenn wir von hier aus, wenn wir gerade runtergehen, ja, gerade halt gesagt, sind wir denn ungefähr an Position? Ja, schon fast dran vorbei. Okay, dann lassen wir den einfach mal hier in den Mais stechen. Und Abmarsch. So. Ja, dann hätten wir hier schon mal unsere Mittelspur. Und den Glasdröscher, den setzen wir dann einfach daneben an. Ich hoffe, wir finden das hier. Ich sehe ja nichts. Der ist im Hochspringen, sehe ich nichts. Da hinten ist irgendwas. Ich höre was, dann sind wir nicht weit weg. Da ist das Überladerohr. Dann ist hier auch der Dröscher. Da ist er, genau. So, wir dröschen mal mit der Hand. Ganz was Seltenes. Das wird supi. So, dann müssen wir nur den LKW nachher holen, denn der Überladewagen ist so gut wie voll. Da geht nicht mehr viel rein. Der Mais ist unfassbar ergiebig. So, Feuer frei. 93%. 106.000 Liter Mais. Das ist nicht wenig, Leute. Das ist echt nicht wenig. Müssen wir einen LKW holen. Ey, da ist der LKW voll. Ach du Schande. Dann müssen wir das vielleicht anders machen, oder? Und mit dem LKW kannst du ja auf dem Acker ja schlecht umdrehen, wenn der olle Streifen hier noch so schmal ist. Dann da vorne kommen wir nicht raus. Da kommen wir auch nicht raus. Wir müssen noch ein paar Zufahrten bauen, merke ich gerade. Wir machen das mal so. Dann holen wir mal den LKW ran. So. Der Dröscher ist voll, das ist natürlich klasse. So. Angekumpelt und los die Düst. Fahren wir Straße oder fahren wir. Ja, wir sind auch noch nicht. Ich glaube, wenn wir Straße fahren, wäre bald sinnvoller. Mit drunter fahren. Aber richtig geile Stofftextur hier, das Verdeck. Sehr heftig. Finde ich auch ja nicht schlimm, dass wir unterschiedliche Rottöne beim Verdeck haben. So. Willkommen! Na, die Hupe von dem LKW, ne? Die mag ich ja überhaupt nicht. So, können wir hier ganz frech durch den Graben fahren? Sieht ganz gut aus. Und die Federung hinten von den Trailers. Mega geil. So, beide Trailer offen. Okay, die Abladeschächte sind auch offen. Okay, wir schweigen drüber. Passt schon. Na denn, voll machen. Das erste Mal, dass wir hier überladen, ne? Auspuff glitscht durch, das ist schon mal sehr schön. Oh, das sieht ja nicht mal so schön aus. Warte mal, der kann doch die vordere Kammer beladen, ne? Da war ja was. So. Na los.
Erstes voll. Der Schnorchel ist ein bisschen schwierig. Vielleicht sind die Trailer, was ich aber schon mal anfangs meinte, nicht die finale Lösung. Aber erstmal tun sie ihre Sache. Hier passt doch nicht mal alles rein. So, 100.000 haben wir an Bord. Das fahren wir mal gleich weg. Sonst kriegen wir nämlich Stress mit dem Abbunkern. Jetzt ist die Frage, kommen wir damit hier durch den Graben fahren? Wir probieren mal. Ist der Grund, warum ich den Graben weg haben wollte. Ist halt einfach nicht cool. Oh, wir ziehen das einfach mal hier durch den Dreck. Passt schon. Und da kommt jetzt was von vorne, war ja klar. So, na bitte. Gott, die Sonne von vorne, guck mal, wie das da spiegelt in den Trailern. Da hat er dann schon zu kauen. Also er ist so schnell ist es nicht, ne? Er hat dann schon hier Stress. Aber mir gefällt die Trailer-LKW-Kombi. Mag das. So alte LKWs, gerade alte amerikanische LKWs, ist irgendwie cool. Also ein bisschen doll nach meinem Geschmack. Ja. Maximale Einfederrate vom Trailer auch erreicht, ne? Ohne dass was schleift. Sehr schön. Na Mädels, alles klar bei euch? Ich komme gleich Kontrolle machen. Wir müssen nur Mais rausfeuern. Ja, okay. Wenn dir gut geht, dann wird es den anderen... Ach, siehst du, da melden sie sich schon. Alles ist im grünen Bereich. Schön. So, raus damit. Dann werden wir gleich zurückfahren. Ja! Jetzt geht los, hätte ich bloß nicht gesagt. So. Könnt mir vorstellen, der eine Dröscher steht dem anderen Dröscher jetzt im Weg, ne? Was mich auch interessiert, wie wir von hier jetzt wegkommen, weil mit dieser Doppeltrailer-Kombi brauchen wir halt Platz und wir haben uns echt viel verbaut mit der ganzen Kuhstall, Dünger, Grastrocknung und hier Düngerproduktion, die Schichte und so was. So, deswegen dachte ich mir nämlich nochmal an so eine große Runde zum Rausfahren. Da kommen wir hier hinten wieder raus. Ja, dann machen wir uns hier hinten einfach die Wendeschleife größer. Dann können wir einfach um Silo rumfahren. Alles klar. Ist ja praktisch. So, und schon sind wir wieder auf Kurs. Sehr cool. Zum Anfang dachte ich mir, hey, mit diesen ganzen fetten Wegen hier, das sieht bald aus wie auf dem Flughafen. Mit diesen Runways. Aber es funktioniert. Und hier rechts können wir noch echt viel Sachen machen. Wie gesagt, ich hätte gerne noch Pferde. Dafür würde ich aber vorher mal ein bisschen Hafer noch mal irgendwo ernten, dass wir da Futter haben. Und wir haben ja Zeit. Warte mal, hier ist ja noch ein Stück drin, ne? Ja, hallo? Mach doch voll. Naja. So. Da. Ey, du bist. Hallo? Och nö, echt jetzt? Ihr habt nichts gesehen, ne? Hier ist nichts zu sehen. Nein, 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 alles gut. So. Wir fahren den Dröscher leer machen. Aber eigentlich müssen wir auch den LKW erstmal wegräumen aus dem Weg. Wir hören gerade den Big Bad nicht, weil ich habe den Zaun von der Fahrzeuglautstärke runtergedreht, denn der LKW ist hochgradig laut. Und das ist nicht schön. Ach ja, der Big Bad gefällt mir. Da hat es eine gute Idee gewesen, den zu kaufen. Und davon hätte ich gerne noch mehr. Aber eigentlich sind wir redetechnisch sehr gut aufgestellt für alles, was wir hier so machen. So, guck mal, der kleine Dröscher blockiert jetzt den großen Dröscher.
macht sich jetzt ein bisschen blöd mit dem Abbunkern. Sollen wir mal gucken, wie wir das Problem hier lösen. Haha, es ist wieder laut, alles klar. So, komm mal aus dem Weg, mein Freund. Ich hoffe, es klappt, wie ich mir das denke. Genau. So, schön leer machen. Wie das da hinten aussieht nachher, wird auch nochmal interessant, ne? Mit dem Umdrehen und so. Weil ich hätte gerne, dass der Glasdrescher hier die linke große Seite macht und der New Holland die rechte, ebenfalls große, nur minimal kleinere Fläche bearbeitet. Dass sie sich den aufteilen und in der Mitte wird der Streifen halt immer breiter. Ist zum Abbunkern auch deutlich schöner, wenn wir nicht immer durch die Frucht fahren, sondern dann fahren wir nur links, rechts immer die Drescher abbunkern und dann ab in den LKW und tschüss. So ist langfristig der Plan. So, der macht sein Ding. Wir fahren hier mal aus dem Weg. Dann kann nämlich der Glasdrescher auch wieder loslegen. So. Ist der Vorteil, wenn beide selber Arbeitsgeschwindigkeit haben, dann kommen die sich nicht allzu stark in die Quere. So. Gut, dann lassen wir die mal machen. Dann können wir den LKW mal in Position bringen. So. Da war die Ausfahrt, dann würde ich den sehr gerne ungefähr bis hier so fahren, aber dann umdrehen, dass wir schon in Hofrichtung stehen. So, eine harte Wende. Mal gucken, was die Trailer machen, ob sie mitmachen. Gerade stehen sollten sie natürlich auch, das sieht sehr gut aus. So. Naja, dann heißt es jetzt warten, bis die Drescher wieder voll sind. Ihr könnt mir vorstellen, der kleine New Holland ist wieder früher voll als der andere. Ja, sind so die Anfangsschwierigkeiten. Danach sollte es aber eigentlich locker aneinander vorbeigehen. Der ist jetzt 54% und der andere folgt auf dem Fuß. Ja, der frisst der fettere Schneise rein auf jeden Fall. Oh ja, das wird viel Mais. Okay, so wie es aussieht, haben wir schön daneben geschossen. Wir sollten noch mal weiter nach rechts fahren, theoretisch. Mal sehen. Warte, der andere ist vor ihm voll? Das ist ja der Hammer. Und jetzt stell dir mal vor, wir müssten dieses Feld mit dem Drescher abarbeiten. Die würde wieder 6 Jahre dauern. Also hier mit dem New Holland. Die Arbeitsbreite im Vergleich zu der Feldgröße. Boah, gruselig. Ja, so. Dann wird der Glas ja gleich stehen bleiben. Dann haben wir hier eine schöne Mittelschneise. Zeig mal her die Mitte ungefähr, wie immer runter geht schneller. Das ist aber wirklich genau die Mitte. Ja, er wird da schön dran vorbeifahren. Naja, dann ist es so. So, der Glas ist voll. Er dann auch gleich. Dann holen wir mal den Big Bad ran zum Abbunkern. Dann Abmarsch. Ach, wie cool. Ich mag das riesige Felder dröschen. Da bin ich ja voll der Freund von. Ich finde das wirklich mega cool. Sehr belohnend, vor allem wenn dann einfach weg ist, dann denkst du dir, boah, einfach alles erledigt. So. Nee, wir machen erst den New Holland leer. Die Fahrrinne reicht genau. Wahnsinn.
Also der Unterschied der Fahrzeuggrößen, der ist echt heftig. So, dann brauchen wir da vorne ein Freiwände und dann lassen wir den hier lang zurückfahren. Ja. Sehr schön. Auch technisch vom Modell hier, vom Drescher, guck mal, hier Motor und so. Sieht schon mega geil aus. Die ganze Abgasgeschichte hier. Boah. So, die Steuergeräte für die mit Stecker und alles. Na, da haben sie sich schon Mühe gegeben auf jeden Fall. Kannst du nicht meckern. So, jetzt kommt die Rückfahrkünste. Aber ich sag euch, mit einem Knickschlepper rückwärts fahren ist sehr angenehm. Weil er reagiert halt viel direkter. Also nach meinem Empfinden kannst du mit einem Knickschlepper oder mit einem Fahrzeug, was Hinterradlenkung hat, wie Häcksler oder Mähdrescher, viel, viel direkter und schöner rückwärts fahren. So, dann einmal leer machen bitte und da rein. Genau. Naja, das habe ich mir gedacht. Naja, dann macht das den Streifen hier weg. Dann ist das hier hinten noch erledigt, Gott sei Dank. Dann darf er hier rechts nochmal dran zurückfahren. Kriegt er da hinten eine Vorwände. Und dann sollte das eigentlich seinen Lauf gehen hier. So, dann muss der Klaas hier noch sein Vorgewende dröschen. Also muss er nicht, aber hätte gerne, dass er das macht. Wir drehen den Onkel hier mal schnell selber um. So, und Abmarsch. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch mit Mais Strohablage spielen, aber das wäre mir zu viel Stroh. Da würden wir wieder Ewigkeiten rumfisseln, bis wir das hier weg hätten. Ich denke, es ist okay, wenn wir das nicht machen, oder? Wäre rein finanziell auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber uns geht es ja nicht schlecht. Und was mich sehr, sehr, sehr beruhigt, ich habe das Gefühl, wir kommen bei der Maisernte relativ gut voran. So, er darf jetzt den Vorgewende dröschen und dann kann er weitermachen hier auf der Ecke. Dann lassen wir mal den Glas vorbei, dann können wir hier schön umdrehen. Herrlich. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten zwei Dröscher mit viel Arbeitsbreite. Dann wäre so ein Feld hier auch ja kein Problem. Helfer rein und Marsch. Das gleiche machen wir mit dem Glas und dann läuft die Sache. Schön. Von mir aus kann ich hier auch zwei Streifen machen. Ne? Also hier ist technisch vom Grasschnitt her eh noch Breite oder von der Grasfläche eh noch Breite für ihn hier zum Umdrehen. Aber dann lassen wir ihn umdrehen. Dann kann er in der Mitte weiterfahren. Ja. Du, mein Freund, Helfer raus. Dann bitte hier einmal zurück. Und Vollwände, bitte. So. Denn wir rollen bis zur gleich durch sein. Na? Da kommt er hinauf. Zack, fertig. So, einmal 90 Grad drehen und Abmarsch. So, Feuer frei. Okay, dann macht er sein Ding. Jetzt läuft die Sache. Jetzt hat jeder seine Feldseite und dann können sie hier fröhlich loslegen. Na bitte, das läuft doch wie am Schnürchen. Jeder macht, was er soll.
wieder bei 60%, ne? Also der frisst hier richtig. Davon bräuchten wir echt noch mehr, von den großen Dröschern. So, und Abfahrt. Oh, der Big Bud steht im Weg. Die müssen wir mal wegfahren. Der kleine Dröscher ist voll. Ist ja wieder ein perfektes Timing. Und dann fahren wir da drunter, machen den leer. Und dann dürfte der Klaas eigentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen mit Abbunkern. Das ist ja wieder just in time hier alles. So, voll machen. Aber euch ist ja schon klar, dass wir die Ernte heute nicht mehr schaffen, ne? Das ist ja logisch, dann werden wir beim nächsten Mal hier fleißig weiterdröschen. Denn hier ist noch viel, sehr viel Mais. Könnte sein, dass uns die Maisernte hier noch ein bisschen länger beschäftigt. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wir können ja nebenbei die ganze Grasgeschichte weiter vorantreiben. Warte mal, was ist denn eigentlich produktionstechnisch los? Sind wir schon beim Silage machen fertig? Oder ist da noch beim Verwursten? Ich glaube, die Umwandlungsrate war nicht so hoch gewesen, ne? Bei der Heu- oder Grastrocknung. Es wäre schön, wenn er speichern würde. Guck mal hier, der Dröscher, der fährt hier unten schon weiter. Der andere, der kommt schon, der blinkt schon. Na, der braucht echt lange. Was denn da los? Beim Fahrzeug durchtappen habe ich auch schon festgestellt, Mensch, da bleibt ab und zu mal ein bisschen hängen. So, der Klaas ist schon mal schön dran vorbeifahren. Jetzt hat er. Was wollte ich gucken? Achso, die Produktion. Da sind immer noch drin, warte mal, hier 27.000 Liter Gras. Ja, würde ich auch weiterhin in Silage machen, weil dann wären wir nämlich mit Heu und Silage wieder gleich auf. Weil Heu haben wir 355.000. Ja, so. Da steht er, hat sein Ärmchen draußen. Perfekt. Und dann hätten wir schon wieder fast den ganzen LKW voll mit Mais zusammen. Wären wir bei 200.000 Litern. Das ist echt nicht wenig. Das ist ein ganzer Haufen. Und hier kommt noch viel, viel mehr zusammen. So. Freunde, ich lasse hier mal ganz fröhlich abbunkern. Na? So, vielleicht. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weiter den Mais verdröschen und die Grasschwade abfahren, vielleicht die Wiese düngen, mal gucken. Irgendwann ist vielleicht auch die Baumwolleernte reif. Werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Und Rinni hauen.